Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic, Imperialer Agent bzw. Scharfschütze. In der letzten Folge waren wir schon hier einmal mit dem Porter gefahren, jetzt müssen wir noch einmal mit den Porter hier benutzen, bis wir nicht gefahren. Portet halt. Remix, 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 Remix. Yeah. Mach doch mal bitte einen Remix draus. Kostet lustigerweise auch 0 Credits. Da müssen wir nicht hin. Das Gebiet. Okay. Wenn du es so willst. Ich dachte, wir müssen erst in das andere. Ach, hier ist sogar kein Droide. Warum ist hier kein Verkaufsdroide, wenn man mal einen braucht? Gut, was heißt, wenn man mal einen braucht? Wenn man mal einen braucht, war gerade gelogen. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ah, da. Was haben wir hier noch? Da ist auch noch ein Transporter, okay. Da ist ein Sanitätsdroide. Den hätte ich mir auch importen können. Ich glaube, der Punkt war noch nicht freigeschaltet, oder? Jetzt ist er freigeschaltet. Ich port mich jetzt immer schnell mal dahin. Denn das ist hier auf dem Berg drauf und ich habe keinen Bock zu laufen. Mal sehen, wie lange der Handlungsbogen hier noch geht. So, da ist er ja gleich eines des imperialen Agenten. Ja, ich bin doch der imperiale Agent hier. So. Erstmal Droide. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Gott, schon 324.000. Und ich habe immer noch kein Geld geschickt, wie man sieht. Moment, ich weiß, was wir uns kaufen können. J. Warum habe ich das noch nicht früher gemacht? Das wollte ich doch früher mal unbedingt haben. Boom. Wahoo! Was, wie viel kostet das? 100. Ich meine, aber jetzt wieder ein bisschen mehr Platz in der Tasche. Gott. Dahin. Oh Gott. 914. Ich hasse Bell-Service wegen den ganzen oben Gefahren. Warum kannst du nicht für jede Quest ein Ticket geben, dass du jedes Mal einmal fahren kannst, dorthin, wo du bis hin musst und dann bist du direkt da und bist nicht nur stundenlang am Fahren. Obwohl, hier sind wir eigentlich relativ schnell jetzt. Relativ schnell hier gewesen. So, jetzt mal heilen. Das kommt für eine Verzögerung. 52. Das ist normal. Ich habe immer 52. Moment, ich muss mein Mauspad mal ganz kurz ein bisschen hinlegen. Ich schneide mich ja fast dran. Das ist so ein bisschen gerissen. So ein bisschen gerissen. Hey, das hat sich gerimed. Grab. Gerimed. Wer sagt überhaupt immer dieses... Och, schon wieder. Ich drücke andauernd die falsche Attacke. Ich drück immer das falsche. Verstöre Gegner. Ich hab das für euch. Ja, das war ja klar. Ja, es gibt natürlich einen Bonus. Und warum greift jetzt den da hinten an, obwohl ich den angreifen möchte? Weil ich fast tot bin, deswegen. Dass sie mich besiegen können. Was hat sie gerade gesagt? Die Narren glauben, dass sie mich besiegen können. Ja, mich können sie besiegen, wenn... diese Star Wars an Vision nicht richtig funktioniert. Wie überhaupt? Flottenpass, das so. Raumschiff natürlich. Ah, ich will nicht kämpfen. Komm, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Puh. Doch, doch, ich muss doch kämpfen. Bin ich doof? Ich muss doch kämpfen. Ich dann, wenn ich nicht kämpfen. Scorpio-Sanktionen aktiviert. Beziehungsweise kämpfen soll eigentlich. Dann kriege ich, dann komme ich natürlich an die Gegner vorbei, aber wenn ich dann nicht kämpfen will, noch keine Bonus habe, die ich machen kann, dann komme ich natürlich nicht vorbei. Das Ziel wurde ausgelöscht. Oh, gut. Zumindest gelungen, oh fuck. Alter, hier regeneriert dieses Medipack viel. Das regeneriert ja richtig viel. 371 pro. Gut, pro was eigentlich? Das Medipack ist ja mega overpowered. Wir haben davon 64. Gut, momentan ist es noch überpowered. Ich brauche unbedingt Crew-Fähigkeiten ausbilden. Da ist dann auf dem nächsten Planeten einer. Auch warum greife ich denn jetzt den an? Star Wars-Anvisierung. Ich hasse sie. Wenn es noch einmal so ein Fehler kommt, nenne ich so die Folge. So kannst du ja nicht weitergehen. Ich benötige bessere Ziele. So, zack.
Da, Sicherheitskonsole. Ach, hier, das ist nicht mal ein Story-Bereich. So, komm jetzt, hier benutzt die Konsole. Inventiere den Typen da, keine Ahnung wo. Oh nö. Das war ja klar. Dann porte ich mich lieber. Ich habe keinen Bock, hier nochmal rauszurennen. Wenn das jetzt eine Story-Phase wäre, oder wenn man den Gleiter benutzen könnte, würde ich wahrscheinlich hier rausfahren, aber nee. Da habe ich jetzt keinen Bock zu. Wahrscheinlich sind die Gegner jetzt wieder so schnell wie respawnt. Deswegen fahre ich jetzt mal hier raus. Ich mache das jetzt so. Ich verkaufe nochmal ganz schnell. So, hier. So, das kann man nicht anklicken. Hat so blau geleuchtet. Ja. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Kann ich das meinen Gefährten geben? Jo. Leben Sie wohl. Jo. So. Ich nehme ja. Da. Zum Glück. Hier ist wieder eine Heldenmission, die wir nicht machen werden. Ja. Ich sag mal nichts an der Stelle. Ich weiß gar nicht, wo die Republikaner ihre Basis haben. Ich glaube mal hier oben irgendwo, oder? Nee. Wahrscheinlich oder da unten. Kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Falls ihr Republikaner seid oder falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Oh, wir sind sogar jetzt schon überlevelt für den Planeten. Das finde ich gut. Ich weiß gar nicht, schaffen wir noch 48? Hier ist eine Quest, die ich nicht annehmen werde. Ach genau, hier war ja auch noch ein Datacron. Ich weiß aber nicht mehr, wo man genau landet. Ich glaube, man landet wieder dort hinten. Spawn. Hier war nämlich ein Datacron. Genau, das zeige ich euch einfach mal. Das ist zwar ein bisschen Zeitverschwendung, aber ich möchte es euch jetzt einfach mal zeigen. Und zwar, da hinten liegt ein Datacron, so ein blaues. Seht ihr da? Datacron steht auch da. Ihr wisst jetzt nicht, wie man hier rüberkommt. Wenn man jetzt allerdings mal hier so steht. Und ja, wenn ihr es jetzt schon wollt, schreibt es jetzt einfach mal ganz kurz in die Kommentare. Jetzt gucken wir einfach mal. Gut. Wir müssen ein bisschen rauszoomen. Sehen wir hier so eine Art zwei Lichter hier. Da wird es genau, da müssen wir genau schaffen, drauf zu landen. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt auch. Yep. Und den Lichtern, da muss ich ein bisschen aufpassen, wie man guckt, weil sonst sieht man die Lichter nicht. Und auf diesen kann man laufen. Ich soll wohl früher mal so einen Bug gegeben haben, dass man darauf nicht laufen konnte. Weil jetzt geht's auf jeden Fall. Vielleicht sehe ich noch einen Datacron-Guide hier wieder in dem Video. Aufpassen, nicht runterfallen. Oh Gott, ey, ich hasse diese Steuerung einfach. Und dann könnt ihr das Datacron mitnehmen. Ich habe es zwar jetzt schon. Seht ihr ja, ich hab's schon. Deswegen bekomme ich jetzt nichts. Ich weiß auch nicht, welches Datacron das ist. So, um wieder wegzukommen, geht einfach hier in Rakata-Transporter. Hier. Portet euch einfach mal schnell weg hier. Und seid dann hier. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt wo genau bin. Wo bin ich denn jetzt? Ah, da. Warte, wo führt der mich denn jetzt hin? Er sagt ja, dass ich den hier benutzen soll. Wo lande ich denn jetzt hier, wenn ich jetzt da hingehe? Gott, ey, wenn die diesen Ausblendeteil nicht hätten, würde ich das, glaube ich, viel geiler finden. Würde das, glaube ich, viel geiler aussehen mit dem Transporter. Komm, schalte ich frei. Schalte ich frei. Jetzt will ich alles manuell machen. Wieder alles manuell. Wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Oder kann ich irgendwo rüber? Nee, komm ich nicht rüber. Ich glaube, ich mache einfach einen Schnitt. Ich glaube, ich mache einfach einen verdammten... Ich glaube, ich mache sowieso ein Folgenende, weil ich finde es Schwachsinn jetzt... Da kann ich ja im Prinzip... Müsste ich jetzt hier einmal rumgehen. Das ist doch viel länger, als wenn ich jetzt da rauskomme und dann da einfach hingehe. Okay, ich nehme dann die Schnellreise und gehe jetzt dorthin. Gott, ey. Ich finde doch diese Animation ziemlich geil, wie der da so lang fährt und so Dings macht. Nehme ich die Schnellreise, bis gleich. Nee, ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach ein Folgenende. Ja,
Sind schon bei 10 Minuten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie es hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, dann was wollt, Abo und ciao. Ich fahre aufs Screen schon mal hin. Bis gleich. Also, ciao.